steht kein Reinraum oder eine Lamina Airflow-Werkbank in der Apotheke zur Verfügung, müssen bei der Herstellung von sterilen Augentropfen auch im nicht sterilen Rezepturlabor hygienisch einwandfreie Bedingungen geschaffen werden. Die benötigten Utensilien sollten vorher durch trockene Hitze bei 160 Grad Celsius für mindestens 2 Stunden sterilisiert worden sein. Zur Herstellung von wässrigen Augentropfen wird Wasser für Injektionszwecke verwendet. Die aseptische Abfüllung der Augentropfen erfolgt durch Entkeimungsfiltration. Der Sterilbeutel der Augentropfflaschen aus Glas oder Kunststoff sollte vor der Verwendung auf Unversehrtheit und Dichtigkeit geprüft werden. Vor der Abfüllung wird die Einstichstelle beispielsweise mit einem Alkoholtupfer desinfiziert. 10 ml der Lösung werden durch eine Kanüle in eine Einmalspritze mit Lyrlock-Ansatz aufgezogen. Nun wird eine sterile Einmalfiltrationseinheit auf die Spritze aufgesetzt und mit einer neuen Kanüle versehen. Mit der Kanüle wird die desinfizierte Einstichstelle durchstochen. Nun wird die Lösung direkt in die Flasche filtriert und die Augentropfenflasche noch im Sterilbeutel verschlossen. Als In-Prozess-Kontrolle muss nach einer Entkeimungsfiltration die Unversehrtheit des Filters durch den sogenannten Bubble-Point-Test oder Membranfilter-Integritätstest geprüft werden. Die Spritze wird von der Filtereinheit mit Kanüle getrennt und 10 ml Luft werden in die Spritze aufgezogen. Nun wird die Filtereinheit mit Kanüle wieder auf die Spritze aufgesetzt und in ein mit Wasser befülltes Becherglas eingetaucht. Die Luft in der Spritze wird auf unter 2 ml komprimiert. Erst dann darf ein kontinuierlicher Luftblasenstrom im Wasser auftreten.